Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Destiny 2 Video. Heute dreht sich alles um das Aktuelle diese Woche bei Bungie, den wöchentlichen Blogpost. Und endlich kriegen wir einige der Infos, auf die wir schon so lange warten. Wie geht's weiter in der Saison der Schmiede? Bungie hat einige wirklich richtig coole und interessante Infos, was uns nächste Saison erwartet. Und zwar dreht sich diesmal eigentlich alles um den Loot, den wir uns erarbeiten können. Es werden nämlich die drei Spitzenwaffen vorgestellt. Ja genau, drei, die wir uns nächste Saison verdienen können. Außerdem spricht Bungie noch kurz über Thanksgiving und den Black Friday. Auch da gibt's wieder ein schickes neues Emblem, das man sich über den Bungie Store natürlich kaufen kann. Bungie stellt das neue Webcomic vor. Und zu guter Letzt gibt's noch ein paar kleine Infos zur Übergangsphase in die neue Saison. Also wie ihr seht, ein Haufen interessante Themen und ich würde sagen, wir legen doch einfach mal direkt los. Im dieswöchigen Twop geht's erstmal los mit einer Danksagung. Und zwar schreibt Cosmo, diese Woche bei Bungie sind wir dankbar. Und zwar zusammengefasst, dankbar für die Community. Und ich denke, genau deswegen kriegen wir jetzt auch erstmal ein paar Waffen präsentiert, die wir uns nächste Saison erarbeiten können. Dazu hat Cosmo Folgendes zu sagen. Spitzenwaffen. Die Saison der Schmiede geht nächste Woche an den Start. Mit ihr wird es eine neue Spitzenwaffe geben, die ihr euch im Schmelztiegel verdienen könnt. In einer Menge Feedback habt ihr aber auch um eine Spitzenwaffe gebeten, auf die ihr hinarbeiten könnt, wenn ihr es mal nicht mit Mithütern zu tun habt. Großartige Neuigkeiten! Wir haben gleich zwei für euch. Vorhutstrike-Missionen und Gambit werden der Liste der wertvollen Anlaufstellen hinzugefügt, denn auch für sie wird es begehrte Trophäen geben. Dabei wird es im Vergleich zu den Schmelztiegelprämien nicht ganz so zeit- und arbeitsaufwendig sein, sie zu verdienen. Aber man muss für die Aktivitäten schon ein gewisses Maß an Engagement an den Tag legen. Und zwar hat die Vorhut dieses schicke Fusionsgewehr, die Fangfrage, mit starker Durchschlagskraft und Arkusschaden für uns parat. Der einzigartige Perk von Fangfrage ist Speichersalve. Wenn die Batterie voll ist, sorgt die nächste Salve für zusätzlichen Schaden und Feinde explodieren, wenn sie sterben. Ich finde, das klingt schon mal gar nicht so verkehrt. Für diese Waffe gab es einige Überarbeitungsrunden und ursprünglich hatte sie einen ganz anderen Perk, der uns dann aber doch nicht überzeugt hatte. Wir haben eine Version ausprobiert, die nur einen Schadensbonus hatte, aber manchmal überzeugen Schadensboni nicht ganz, wenn man eine Spezialwaffe gegen Feinde mit niedriger Gesundheitsanzeige einsetzt. Also haben wir Explosionen für Kills hinzugefügt, um für mehr Bums zu sorgen und Wellen von Feindgruppen etwas entgegenzusetzen. Und das Schöne ist, dass Bungie auch gleich damit herausrückt, wie man die Waffen erhalten kann. Holt euch die Quest von Zavala ab und schließt dann folgende Aufgaben ab. Ihr könnt für diese Aufgaben auch gleichzeitig Fortschritt erzielen. Als erstes müsst ihr 500 Fusionsgewehrkills in einem beliebigen Strike oder Dämmerungsstrike machen, danach 1000 Arkus-Kills in einem beliebigen Strike oder Dämmerungsstrike und danach noch 40 Strike oder Dämmerungsstrike-Abschlüsse erzielen. Dann kehrt ihr einfach zu Zavala zurück, um die Meisterwerk-Version von Fangfrage zu erhalten. Und ich würde sagen, das ist relativ überschaubar. Wenn man richtig reinsuchtet, dann ist es, denke ich, auch gut in einer Woche machbar und schon hat man die Waffe in den Händen. Weiter geht's mit der Spitzenwaffe im Gambit. Die nennt sich Halsbruch und ist ein präzises Automatikgewehr im Kinetic-Slot. Und ich finde, die sieht auch ziemlich schick aus. Der einzigartige Perk von Halsbruch ist Ansturm. Die Feuerrate dieser Waffe erhöht sich durch das Stapeln von Toben. Als wir uns dazu entschieden hatten, mehr Spitzenwaffen für diverse Aktivitäten und nicht nur für den Schmelztiegel zu machen, mussten wir etwas entwickeln, das zur jeweiligen Aktivität passt. Diese Waffe sollte ein echtes Zugpferd für Gambit-Encounter sein, wo man häufig große Feindgruppen schnell erledigen muss. Da war Toben natürlich der offensichtliche Ausgangspunkt. Spitzenwaffen haben einen interessanten Platz innerhalb der Sandbox, denn mit ihnen können wir einen normalen legendären Effekt nehmen und das Konzept davon erweitern. Also ähnlich wie bei der Redrix's Claymore, bei der die Perks Gesetzloser und Desperado gut zusammen funktionieren. Aber wie könnt ihr euch die Halsbruch verdienen? Dazu holt ihr euch erstmal die Quest vom Vagabund ab und schließt dann folgende Aufgaben, die ihr auch wiederum gleichzeitig erledigen könnt, ab. Ihr müsst 500 Automatikgewehrkills machen, 100 Automatikgewehr-Multikills, 150 herausfordernde Feinde besiegen und 40 Gambit-Matches abschließen. Und dann bekommt ihr beim Vagabund die Meisterwerk-Version von Halsbruch.
Auf die Waffe bin ich auch tatsächlich richtig gespannt, denn die Kombination der zwei Perks, also einmal Toben und dann die Erhöhung der Feuerrate, die klingt schon extrem krass, das könnte richtig stark werden und das eigentlich auch nicht nur im Gambit, sondern ich würde sagen überall in Destiny 2. Und last but not least, ich hätte ja wirklich nicht damit gerechnet, aber es kommt tatsächlich nochmal eine Spitzenwaffe für den Schmelztiegel. Und zwar heißt diese Waffe der Gipfel und ist ein leichtgewichtiger Granatenwerfer im Kinetik-Slot. Der einzigartige Perk von der Gipfel ist Mikrorakete. Diese Waffe feuert einen geraden Schuss und hat ein stark erhöhtes Projektiltempo. Zusätzlich zu den oben genannten Vorteilen explodiert das Projektil direkt bei Aufprall in der Umgebung, statt wie bei einem traditionellen Granatenwerfer abzuprallen, in Klammern, wenn ihr nicht die Haftgranaten ausgewählt habt. Weiter heißt es, diese Waffe wurde aus diversen Gründen erschaffen. Mit der Ausnahme von Schleudertrauma haben wir seit Forsaken keine neuen leichtgewichtigen Granatenwerfer mehr gemacht. Dieser Waffentyp ist im Allgemeinen nicht sehr stark vertreten. Das gab uns die Gelegenheit, diese Art von Waffe als Spitzenwaffe für den Schmelztiegel zu gestalten und ihr mehr Vielfalt für die Bedürfnisse im Schmelztiegel hinzuzufügen. Das Gefühl, einen Volltreffer für den Sofortkill zu landen, ist extrem befriedigend. Und diese Waffe sollte das unterstützen. Damit ihr aber mehr Optionen habt, ist sie außerdem der einzige leichtgewichtige Granatenwerfer mit Haftgranaten, um auch den Schmelztiegel-Taktikern unter euch etwas zu bieten. Und das, was aus der Beschreibung bei mir wirklich hängen geblieben ist und mich wirklich überrascht, ist die Aussage, dass ein Volltreffer einen Sofortkill landet. Das klingt mal richtig interessant und das klingt auch sehr stark nach einem guten Konter gegen Schrotflinten oder Shoulder Charge Titans. Und Bungie fügt noch hinzu, wie man der Gipfel erhält. Die Quest, die man abschließen muss, um die Waffe zu erhalten, macht ihrem Namen aller Ehre. Hier ist Engagement gefragt. In dieser Saison machen wir es ein bisschen anders. Einige der Schritte könnt ihr auch in der nicht-kompetitiven Playlist abschließen, wenn ihr wollt. Aber ihr macht schneller Fortschritt in der kompetitiven Playlist. Euren Ruhmrang müsst ihr am Ende immer noch auf berühmt bringen, um diese Waffe einsacken zu können. Schritt 1. Erreicht den Ruhmrang mutig innerhalb einer Saison. Schritt 2. Bei jeder Aufgabe verdient ihr Fortschritt für Aktionen in einer beliebigen Playlist, aber Spieler können wertvollen Bonusfortschritt erhalten, wenn diese Aufgaben in der kompetitiven Playlist abgeschlossen werden. Erzielt im Schmelztiegel Todesstöße mit einem Granatenwerfer. Insgesamt braucht ihr dafür 750 Punkte. Im Quickplay bekommt ihr pro Kill 3 Punkte, im Competitive pro Kill 10 Punkte. Das heißt, im Quickplay braucht ihr 250 Kills und in Competitive braucht ihr nur 75 Kills. Das ist schon ein sehr deutlicher Unterschied. Aber es geht auch noch weiter. Besiegt im Schmelztiegel schnell Gegner in Gruppen von mindestens 2. Dafür braucht ihr 200 Punkte und im Quickplay bekommt ihr pro Doubleplay 2 Punkte, für jeden weiteren Kill nach dem Doubleplay 1 Punkt und in der kompetitiven Playliste bekommt ihr pro Doubleplay 5 Punkte und danach für jeden weiteren Kill nochmal 2. Und auch das war's noch nicht, denn jetzt müsst ihr berechnete Flugbahnmedaillen verdienen. Ich habe schon mal nachgeschaut, berechnete Flugbahn bedeutet, besiege 3 gegnerische Hüter in einem einzelnen Leben mit Granatenwerfer Todesstößen. Dafür müsst ihr 100 Punkte erreichen und im Quickplay gibt's pro Medaille 1 Punkt und im Competitive pro Medaille 4 Punkte. Das heißt, im Quickplay müsstet ihr 100 mal 3 Leute mit einem Granatenwerfer töten, ohne dabei selber zu sterben. Und das ist schon ziemlich knackig. Aber auch das war es natürlich noch nicht, denn Schritt 3 ist, erreicht den Ruhmrang berühmt innerhalb einer Saison. Nachdem ihr dann berühmt erreicht habt, könnt ihr vom Gipfel herabsteigen und zu Lord Shax zurückkehren, um der Gipfel zu erhalten. Und dann gibt es auch noch eine sehr erfreuliche Nachricht diesbezüglich, denn Bungie schreibt, wir haben viel Feedback von Spielern darüber erhalten, dass der Fortschritt für eine Schmelztiegel-Spitzenquest nicht getrennt sein sollte. All diese Aufgaben sind kontoweit ausgelegt, damit Spieler sie auf jedem Charakter abschließen können. Das finde ich super, denn so muss man sich nicht auf einen Charakter beschränken in der ganzen Saison, sondern kann einfach mit jedem Charakter spielen, auf den man gerade Lust hat oder mit dem man auch gerade Beutezüge machen möchte und kann trotzdem Fortschritt für die Quests bekommen. Und das nächste große Thema auf der Agenda ist der Black Friday. Traditionell gibt's jedes Jahr beim Black Friday einen Haufen Merch zu kaufen im Bungie Store. All das dient natürlich einem guten Zweck und der Erlös geht in die Bungie Foundation, die wiederum soziale Projekte unterstützt.
Aber ich denke, das, was wirklich für die meisten interessant sein dürfte, ist, dass mit jedem Einkauf, den ihr im Bungie Store tätigt, vom 23.11. bis zum 4.12.2018, bekommt ihr ein gratis Emblem dazu. Also, wenn ihr eh schon etwas länger mit irgendetwas Bestimmten aus dem Bungie Store liebäugelt, dann wäre jetzt ab morgen ein guter Zeitpunkt, euch das zu kaufen, denn ihr kriegt noch gleichzeitig das Emblem dazu. Als nächstes präsentiert Bungie voller Stolz das nächste Webcomic, das den Namen trägt Cades 6. Veröffentlicht wird dieses Comic am 29. November, auch auf Deutsch. Wenn euch das also genauer interessiert, ich verlinke euch den Bungie Blogpost auch unten in der Infobox, da könnt ihr euch das Ganze natürlich noch etwas detaillierter durchlesen. Und zu guter Letzt gibt's noch ein paar Infos zum Saisonwechsel. Zuerst geht's um die Zurücksetzung der Clan-Ränge. Zusätzlich zu den Rängen, die wir letzte Woche besprochen hatten, werden zu Beginn der Saison der Schmiede auch die Clan-Ränge zurückgesetzt. Spieler haben bis zum Saisonübergang am 27. November Zeit, um Clan-Rang 6 zu erreichen und die Clan-Stange für die Saison des Gesetzlosen freizuschalten. An dem Tag, an dem die Saison der Schmiede live geht, werden alle Clans auf Clan-Rang 1 zurückgesetzt. Weiterhin geht's um die wöchentlichen Raid-Beutezüge. Mit der Veröffentlichung von Destiny 2 Update 2.1.0 am 27. November können sich alle Spieler, die Zugriff auf den Raid Letzter Wunsch haben, die wöchentlichen Beutezüge von Hawthorne abholen. Es entfällt also praktisch die Voraussetzung, dass die Spieler Clan Rang 4 erreicht haben, um die Beutezüge abzuholen. Das kann ab der nächsten Saison jeder machen. Das ist gut, denn so entsteht keine Lücke, bis wir wieder auf Rang 4 sind und alle, die noch den Raid-Titel erreichen wollen, denen aber noch zum Beispiel eine der Herausforderungen fehlt, die können das nahtlos fortsetzen. Zu guter Letzt gibt's auch noch einen kleinen Hinweis für Hüter, die vorhaben, ihre Gambit-Beutezüge aufzuheben. Ihr müsst unbedingt ein Spiel Gambit spielen, bevor ihr die Beutezüge einlöst, sonst bekommt ihr keine XP dafür. Und das war's für diese Woche bei Bungie. Ich für meinen Teil muss sagen, ich bin echt gespannt auf die drei Waffen. Ich find's toll, dass es drei sind. Ich find's auch richtig klasse, dass es nochmal eine für den Schmelztiegel geworden ist. Ich hatte, wie gesagt, überhaupt gar nicht damit gerechnet. Und ich bin auch gespannt, weil gerade der Granatenwerfer ist halt wirklich mal was Außergewöhnliches. Das Automatikgewehr aus dem Gambit sieht auch richtig, richtig interessant aus. Und bei dem Fusionsgewehr bin ich mir noch nicht so sicher. Jetzt gerade stehen Fusionsgewehre ja echt schlecht da. Mal schauen, was da in Sandbox-Update passiert und wie interessant Fusionsgewehre tatsächlich wieder werden. Oder halt auch genau dieser Roll. Ich freue mich auf jeden Fall schon richtig drauf, die Dinger in ein paar Wochen zu testen. Was sagt ihr denn? Welche der drei Waffen ist denn euer Favorit und welche Quest werdet ihr als erstes angehen? Schreibt mir doch kurz in die Kommentare, welche Waffe für euch am interessantesten ist und warum. Das würde mich echt richtig interessieren und ich freue mich schon auf euer Feedback. Auch möchte ich nochmal obligatorisch auf die Herzemblemverlosung auf dem anderen Video hinweisen. Wenn ihr daran teilnehmen wollt, dann verlinke ich euch das unten in der Infobox oder blende es euch hier oben rechts ein. Lest einfach den angepinnten Kommentar auf dem anderen Video, dann wisst ihr direkt, was zu tun ist, um an der Verlosung teilzunehmen. Und wenn euch gefallen hat, was ihr hier gesehen habt, dann würde ich mich über eine Bewertung freuen. Und wenn ihr weiterhin auf dem Laufenden bleiben wollt und weitere Tipps, Tricks und News rund um Destiny 2 haben wollt, dann abonniert auch gerne meinen Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Gerne könnt ihr mir auch auf Social Media folgen, ich heiße überall gleich, überall Holy13Gaming, also Twitter, Twitch, Facebook, überall derselbe Nick. Auch das poste ich euch natürlich unten in die Infobox. So, genug gebabbelt, ich würde mich für heute verabschieden. Vielen Dank fürs Zuschauen, hat mich sehr gefreut, habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.